Willkommen, Freunde. In unserer Welt gibt es viele Rätsel, auf die niemand eine Antwort geben kann. Darunter sind viele, die wir aufgrund der Entwicklung der Technologie und der Menschheit einfach noch nicht zu lösen in der Lage sind. Aber zugleich gibt es solche, die die Menschen selbst schaffen und die sie in die Ecke drängen. Und wenn andere einmal die Wahrheit erfahren, kann sie sie schockieren. So eine geheimnisvolle Geschichte geschah übrigens mit dem Helden unseres Videos, einem Mann namens Alex Cooper, der, so wollte es scheinen, alles hatte. Aber im Alter wurde sein Leben zerstört und holte ihn seine Vergangenheit ein. Aber versetzen wir uns nun in das Jahr 1987. Alex Cooper ist ein Mann, der mit seinen 65 Jahren schon viel erreicht zu haben scheint. Alex' Kindheit verlief in einem Heim, aber diese Tatsache hat ihn nicht davon abgehalten, sein Leben würdig zu gestalten und in Cranbrook in British Columbia, Kanada, ein angesehener Mann zu werden. In jenen Jahren hatte er eine geliebte Frau, 5 erwachsene Kinder und 8 Enkel. Er hatte ein großes Haus, eine liebevolle Familie und treue Freunde. Nicht viele können sich dessen rühmen, aber in einem einzigen Augenblick war all dies vorbei. Alex führte mehr als 20 Jahre ein erfolgreiches Reinigungsgeschäft und 1986 beschloss er, sich mit etwas Neuem zu befassen. Er kaufte einen kleinen LKW und begann parallel mit der Lieferung von Lebensmitteln. Die Arbeit war einfach und das Einkommen erlaubte nicht nur die Familie zu ernähren, sondern sogar Geld für den Urlaub beiseite zu legen. Die Jahre vergingen und es kam die Zeit für Alex Cooper, in Rente zu gehen. Seine geliebte Frau freute sich auf den Moment, wenn sie endlich genug freie Zeit haben würden, für sich selbst zu leben, wie man so sagt. Aber damals konnte sich niemand vorstellen, was sie erwartet. Es war der 4. April 1987. Alex' erwachsene Tochter namens Lila fährt mit ihrem Mann in die nahegelegene Stadt zum Einkaufen. Aber bevor sie den Supermarkt in der Nähe der Brücke erreichen, sehen sie am Straßenrand das geparkte Auto von Alex. Das Auto stand mit ausgeschaltetem Motor und war abgeschlossen, was nur bedeuten konnte, dass sein Besitzer irgendwo in der Nähe war. Als wir uns dem Auto näherten, sahen wir, dass Papa nicht da war. Ich dachte in dem Moment, dass er nur angelt und ging hinunter zum Flussufer. Aber zu unserer Überraschung war er auch dort nicht, erinnert sich die Tochter des Mannes. Das Mädchen begann sich Sorgen zu machen, denn das alles kam ihr ein wenig seltsam vor und so rief sie ihre Mutter Margaret an, um herauszufinden, was los ist. Was sie hörte, machte sie bald nervös. Margaret antwortete, dass Alex gestern nicht von der Arbeit zurückgekehrt war und sie selbst nicht versteht, wo er sein könnte. Die ganze Nacht fand sie keine Ruhe, rief ihre Freunde an, aber keiner von ihnen hatte Alex gesehen und keiner wusste, wo er war. Als Lila das gehört hatte, fuhr sie in die Stadt und kontaktierte mehrere Krankenhäuser in der Hoffnung, ihn zu finden. Aber er hatte sich in keinem von ihnen angemeldet. Der Familie blieb nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen und das Verschwinden von Vater und Ehemann anzuzeigen. Bereits nach einer halben Stunde kam die Polizei zu der Stelle, wo das Auto stand und machte sich an die Arbeit. Sie untersuchten den Wagen des Mannes und es stellte sich heraus, dass er vollkommen fahrtüchtig war. Auf dem Rücksitz lagen Alex' Jacke und seine Angelausrüstung. All dies deutete darauf hin, dass Alex nie zum Angeln gekommen war. Für die kleine Stadt war dies eine wahre Erschütterung. Noch am gleichen Tag begann die Suche nach dem vermissten Mann. Als sein Freundeskreis befragt wurde, konnte sich niemand vorstellen, wohin er verschwunden sein könnte. Die Polizei wusste, dass sie operativ handeln musste und konzentrierte ihre Kräfte auf die nächstgelegenen belebten Orte, wie Cafés und Restaurants. Und schon bald lächelte den Ermittlern das Glück. Sie konnten Zeugen finden, die deutlich darauf hinwiesen, dass sie Alex am Tag seines Verschwindens in einem kleinen Restaurant gesehen hatten, das weniger als eine Meile von dem Ort entfernt lag, an dem sein Auto gefunden wurde. Und ein wenig später hatte die Polizei auch schon die erste Vermutung. Als sie von Margaret erfuhren, dass ihr Mann die sehr seltsame Gewohnheit hatte, immer eine große Menge Geld bei sich zu haben und es nie in der Brieftasche zu verstecken, kam den Ermittlern als erstes in den Sinn, dass Alex angegriffen wurde, um ihn auszurauben. Und auf den ersten Blick passte übrigens alles zusammen. Vielleicht hatte jemand zufällig einen Packen Geldscheine gesehen, als Alex im Restaurant bezahlte und beschlossen, ihn auszurauben. Aber zugleich hatte die Tochter von Alex Cooper die Vermutung, dass der Vater am Flussufer einen Schwächeanfall hatte. Vielleicht war er hinuntergegangen, um die Strömung zu betrachten, ohne die Angelrute mitzunehmen und er rutschte später aus und verlor einfach das Bewusstsein, fiel dann in den Fluss und ertrank. Und weil die Strömung sehr stark ist, könnte der Körper ein paar Kilometer von diesem Ort weggeschwemmt worden sein. Doch das waren nur Vermutungen und es gab keine reellen Beweise. Bereits am nächsten Tag veröffentlichte die Polizei in der Zeitung eine Information über das Verschwinden von Alex Cooper. In der Hoffnung, einige zusätzliche Daten zu erhalten und damit die Öffentlichkeit einzubinden, was sich später als nützlich erwies.
Bald kamen Anrufe von verschiedenen Fahrern, die, wie ihnen schien, an dem Tag in der Nähe von Cranbrook einen ähnlichen Mann auf der Straße gesehen haben wollten. Sie meinten, er hätte ein Auto anhalten wollen. Das schien noch seltsamer zu sein als das Verschwinden selbst. Denn niemand konnte glauben, dass Alex, ein liebender Ehemann, Vater und Großvater, einfach im Handumdrehen alles aufgeben und verschwinden konnte. Aber zur gleichen Zeit hielten die Behörden es für möglich, dass Alex freiwillig weggefahren sein könnte. Was die Familienmitglieder angeht, waren sie sich alle einig, dass das nicht ihm entsprach. Sie konnten die Option nicht akzeptieren, dass Alex sein Verschwinden inszeniert hatte. Schließlich konnte der Mann sich nicht so unverantwortlich ihnen gegenüber verhalten und einfach weggehen, ohne etwas zu sagen. Und dafür gab es auch keine Vorzeichen. Er war sehr erfolgreich und glücklich, er würde bald in Rente gehen und überhaupt war sein ganzes Leben erfolgreich und er hatte keinen Grund, vor irgendetwas wegzulaufen. Aber wie dem auch sei, die befragten Verwandten und Freunde, die Hilfe der Medien und so weiter führten zu nichts. Es ist ein ganzes Jahr seit dem Verschwinden meines geliebten Mannes vergangen. Obwohl die Suche fortgesetzt wurde, erbrachte sie kein Ergebnis. 1988 musste ich ihn offiziell für tot erklären, erzählte Margaret voller Trauer. So verlor die Frau an einem ganz normalen Tag jeden Sinn ihres Lebens und den geliebten Menschen. Und niemand in der ganzen Welt konnte die Frage beantworten, wo Alex war und was mit ihm an jenem Tag passierte. Nun und dann ging das bürokratische Hin und Her los und Margaret erinnerte sich, dass sie sich nicht einmal vorstellen konnte, welche Wahrheit bald ans Licht kommen würde. Ich fing an, die Papiere durchzusehen, weil ich die Geburtsurkunde von Alex vorlegen musste. Aber zu meiner Überraschung konnte ich sie nirgends finden. Ich musste mich an die kanadischen Archive wenden, um sie wieder zu erstellen. Aber was ich da erfuhr, schockierte mich. Wie sich herausstellte, bekam Margaret im Archiv die Erklärung, dass in seiner Heimatstadt nie eine Geburtsurkunde auf den Namen Alex Cooper ausgegeben worden war. Aber das war noch längst nicht alles. Die Sache ist die, dass erst im Jahr 1952 erstmals Informationen über eine Person mit diesem Namen aufgetaucht waren. Und das war genau das Jahr, in dem Margaret und Alex geheiratet hatten. Und es stellte sich heraus, dass ihr Mann bis dahin einfach nicht existiert hatte. Zumindest nach den Papieren. Aber wie kann so etwas sein? Diese Tatsache ging weder den Verwandten noch der Polizei und den Journalisten in den Kopf, die sich mit diesem Fall befassten. Alle interessierte die eine Frage, wer dieser angenehme und anständige Familienmensch denn wirklich war, der mit seinem Verschwinden so viele Rätsel zurückgelassen hatte. Ich erzählte das alles unseren Kindern und sie waren auch schockiert. Es stellt sich heraus, dass der Mann, mit dem ich 34 Jahre zusammengelebt hatte und den wir alle so gut zu kennen schienen, viel vor uns verheimlichte, sagte Margaret gegenüber Reportern. Aber selbst das gab keine Antwort auf die Frage, wohin Alex gegangen und was an diesem Tag passiert war. In den nächsten 4 Jahren lebte die Cooper-Familie nicht wirklich, sondern existierte in einem Zustand ständiger Unsicherheit, könnte man sagen. Aber am 27. Mai 1991, 5 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden des Mannes, tauchte endlich die nötige Information auf. Aber welche neuen Fakten hatten sich im Fall Alex Cooper ergeben? Lebte er überhaupt noch? Um diese Fragen zu beantworten, machen wir uns auf den Weg. 3.500 Kilometer von Cranbrook entfernt ging bei der Polizei Toronto am 27. Mai 1991 eine Vermisstenmeldung ein. Verschwunden war ein gewisser David Cooper. Der Mann lebte allein und ein aufmerksamer Nachbar hatte bemerkt, dass David seit Tagen nicht mehr auftauchte, woraufhin er die Polizei rief. Die vor Ort eingetroffene Patrouille öffnete mithilfe des Eigentümers, der David die Unterkunft vermietete, die Wohnung und fing an, sie zu untersuchen. Auf dem Tisch lag ein Foto des vermissten David, das die Polizisten später mit aufs Revier nahmen, um ihn zur Suche auszurufen. Und ich denke, viele haben bereits begriffen, dass später eine unglaubliche Überraschung auf alle wartete. Wie erstaunt waren die Polizisten in Toronto, als sie in der Datenbank einen ähnlichen Mann fanden, der vor ein paar Jahren in einem anderen Teil des Festlandes gesucht wurde. Auf diesem Foto stand David mit einem neugeborenen Kind auf dem Arm und als man dieses Foto Margaret zeigte, bestätigte sie mit Tränen in den Augen, dass das ihr Mann Alex ist. Und auf dem Arm hält er ihren Enkel. Das Foto wurde 1985 gemacht, 1 Jahr vor seinem mysteriösen Verschwinden. Und bei einem Blick in das Gesicht dieses glücklichen Mannes war es schwierig, sich vorzustellen, was diesen Mann dazu veranlasst hatte, sich vor der ganzen Welt zu verstecken. Jetzt war allen klar, dass David Cooper genau dieser Alex Cooper war, der vor 5 Jahren unter seltsamen Umständen spurlos verschwunden war. Aber es gab immer noch keine Antworten auf die Fragen, was damals und jetzt passiert war. Denn Alex und David galten beide als vermisst. Aber wie sich herausstellte, sollte das Interessanteste noch kommen.
Zwei Tage später, am 29. Mai 1991, kehrte David oder Alex ruhig und nichts an nach Toronto zurück. Als er seine Wohnung betrat, sah er, dass jemand darin gewühlt hatte, woraufhin er sich an eben diesen Nachbarn wandte und erklärte, dass er nur ein wenig auf einer Dienstreise aufgehalten worden war. Aber als er erfuhr, dass die Polizei in seiner Wohnung war, wurde er sehr nervös, packte schnell seine Sachen und verschwand vor der Ankunft der Beamten. Wahrscheinlich würde unser Held noch immer durch das ganze Land fliehen, wenn nicht im Oktober desselben Jahres die Geschichte von Alex oder David Cooper im Fernsehen gezeigt worden wäre. Des Mannes, dessen Identität noch immer nicht festgestellt werden konnte. Glücklicherweise war die Sendung zu dieser Zeit sehr beliebt und ein Zuschauer aus Hamilton sagte bald den Behörden, dass der verschwundene Mann jetzt in ihrem Städtchen lebt, sogar in seiner Straße. Nun wollten alle herausfinden, warum Alex oder David Cooper ständig von Ort zu Ort zieht und vor allem, welches Geheimnis er verbirgt. Und schließlich, nach vielen Jahren und unzähligen Versuchen, den vermissten Alex aufzuspüren, gelingt es der Polizei am 10. Januar 1992 endlich, den Flüchtigen zu fassen. Dem Mann blieb nichts anderes übrig, als einfach seinen richtigen Namen zu nennen und die Geheimnisse zu lüften, die weder seiner Familie noch der Polizei Ruhe ließen. Also, wer war Alex Cooper wirklich? Mein richtiger Name ist Alban Arsenault. Im fernen 1948, als ich erst 26 Jahre alt war, war ich ein gewöhnlicher Bankangestellter. Aber unter seltsamen Umständen fiel auf mich der falsche Verdacht, eines der Büros der Union Pacific Railroad, wo ich damals arbeitete, ausgeraubt zu haben. Ich wollte nicht für etwas verantwortlich gemacht werden, was ich nicht getan hatte, aber niemand wollte mir zuhören. Also lief ich einfach davon. 1952 heiratete Alban unter einem fiktiven Namen Margaret und das war der Beginn seines neuen Lebens. Er lebte lange und glückliche 35 Jahre zusammen mit seiner geliebten Frau und den Kindern, aber kurz vor seiner Rente holte die Vergangenheit ihn ein. Der Mann wollte nicht darüber reden, wie er es geschafft hatte, gefälschte Papiere auf den Namen Alex Cooper zu bekommen. Aber der Grund für seine Flucht aus der Familie verblüffte noch viel mehr als diese ganze Geschichte. Der Mann sagte, viele Jahre habe ich meine wahre Identität verborgen. Aber als ich in Rente gehen sollte und die Geburtsurkunde vorlegen musste, wurde mir klar, dass man mich entlarven würde. Selbst wenn ich die Papiere nicht eingereicht hätte, würden sich früher oder später alle fragen, warum ich das nicht tue. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, meinen Verwandten zu gestehen, dass ich sie über 30 Jahre betrogen habe. Und da beschloss ich, dass es besser wäre, zu verschwinden. Doch auf den Mann wartete ein weiterer Schock. Hätte er damals gewusst, dass die wahren Räuber von der Union Pacific Railroad längst gefangen und vor einem halben Jahrhundert bestraft wurden, hätte er nicht das Leben eines anderen leben müssen. Aber wie dem auch sei, diese Geschichte hat ein glückliches Ende. Nach dem Verhör in Toronto kehrte der Mann nach British Columbia zu seiner Familie zurück. Seine Frau und seine Kinder vergaben Alex natürlich seine Taten und ihr Leben begann neu. Aber vor allem wussten sie jetzt, dass er nichts zu verbergen hatte und wussten die ganze Wahrheit über den Vater und Ehemann. Die letzten Jahre des Lebens der Familie waren ruhig, denn jetzt waren sie wieder zusammen. Margaret schied 1996 aus dem Leben und Alex Cooper verließ 2007 unsere Welt. So eine Geschichte. Und was denkt ihr über all das, was ihr da gehört habt? Wie hättet ihr an der Stelle des Mannes und seiner Familie gehandelt? Schreibt unbedingt eure Meinung in den Kommentaren. Und für heute ist das wohl alles. Gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefällt. Und bis bald!